bin Tine Reit von der Stefan-Rahl-Grundschule in Ravensburg und habe heute mit zwei ehemaligen vierten Klassen einen Schülermedienpreis, den ersten Platz, gewonnen. Ja, mein Name ist Ulf Petersohn und ich leite seit 15 Jahren die Radio AG Dilemma des Karl-Lemmle-Gymnasiums und wir haben dieses Jahr einen ersten Preis beim Schülermedienpreis gewonnen. Hallo, ich bin der Herr Weidelich und ich komme von der Freien Evangelischen Schule in Stuttgart. Und ich bin Maximilian Naujoks und ich komme von Just Be Creative e.V., einem Jugendfilmverein. Und wir haben den Sonderpreis für das beste Musikvideo beim Schülermedienpreis gewonnen. Mein Name ist Burkhard Fries, ich bin von der Pfingstbergschule in Mannheim und habe mit meiner vierten Klasse den dritten Preis des Kindermedienlandes heute gewonnen. Ich bin Leon Wallis von Schoolsen. Schoolsen ist ein Unternehmen von vier Schülern aus dem Mirkel-Gymnasium in Stuttgart und wir haben heute mit unserer Plattform den Schülermedienpreis für die beste App gewonnen. Wir haben einen Sach- und Lachfilm gedreht zum Thema Streuobstwiese, weil wir eine eigene Streuobstwiese bewirtschaften und das, was die Kinder so das ganze Jahr über dort lernen, einfach in einen Film bringen wollten, der auch den weiteren Klassen dienlich sein kann. Produziert haben wir ein Hörspiel mit dem Titel Lehrer, Larrys und Latein. Das kommt relativ flockig daher. Tatsächlich handelt es sich aber um ein Stück, ein Audiostück, das sich mit der Schulgeschichte und der Geschichte allgemein von Schule gestern, heute und morgen beschäftigt. Und insofern wurden dort Charaktere und auch das ganze Plot selber entworfen von den Schülern. Ja, wir haben einen Trickfilm gemacht, Stop-Motion-Technik Armstrong heißt der Film und der wurde in Anlehnung an ein gleichnamiges Bilderbuch gemacht von Torben Kuhlmann, erschien im Nord-Süd-Verlag und wir haben das Buch praktisch verfilmt und haben es leicht abgeändert. Wir haben ein bisschen Lokalkolorit reingebracht, Mannheimer Wasserturm und auch einen anderen Ausgang ein bisschen und haben einfach damit versucht, die Literatur uns anzueignen und umzusetzen und daraus einen Trickfilm gemacht. Wir haben eine Plattform programmiert, mit denen wir Eltern, Lehrern und Schülern den Zugriff auf Informationen über die Schule vereinfachen. Darunter zählen zum Beispiel der Stundenplan, der Vertretungsplan, aber auch Neuigkeiten über die Schule. Was haben Schüler dabei gelernt? Na, das sind ganz viele verschiedene Dinge. Zum einen sind das ganz klassische gymnasiale Inhalte wie Geschichte, Kulturgeschichte, die eigene Schulgeschichte. Man hat etwas über Linguistik, über Sprachgeschichte gelernt, weil man sich mit den Charakteren auch auseinandergesetzt hat. Natürlich hat man etwas zur Medienarbeit gelernt, nämlich wirklich von der ersten Idee bis zu einem fertigen Produkt ein Projekt zu Ende zu stellen. Und außerdem hat man natürlich auch diese anderen Dinge gelernt, überhaupt in einem Team zusammenzuarbeiten, aufeinander Rücksicht zu nehmen, einander zu helfen, Durststrecken zu überwinden und diese Dinge. Die Schülerinnen haben dabei gelernt, zum einen das Ökosystem Streuobstwiese noch genauer anzuschauen, aber auch wie man so ein Thema wie Insekten, Schädlinge, Nützlinge komprimiert auf eine kleine Szene für einen Film fertig macht. Die Schülerinnen und Schüler haben dabei gelernt, viele Dinge, die man nicht als Lehrer normal abfragen kann, so wie man es vielleicht gewohnt ist, sondern es sind viele gruppendynamische Prozesse. Sie mussten lernen, geduldig zu sein. Wir haben irre aufwendig 5 Bilder pro Sekunde aufgenommen und einen 5-Minuten-Trickfilm gemacht. Das ist sehr lange, bis das dann steht und sie mussten da sehr geduldig sein. Sie haben selbstständig gearbeitet, sie haben gelernt, mit Medien umzugehen, sie haben gelernt, wie so ein Film aufgebaut ist. Da gibt es eine Tonspur, dann braucht man Geräusche, wir brauchen eine Musik und wir brauchen letztlich natürlich auch die Bilder. Und da liefen ganz viele Sachen ab, die man einfach nicht so fassen kann, aber ich glaube, die Kinder haben es sehr gut gemacht und haben sehr viel dabei gelernt, was man aber im klassischen Sinn nicht so abfragen kann. Die Schülerinnen und Schüler haben bei dem Projekt gelernt, wie man einen Film produziert, was man vorbereiten muss, wie die Umsetzung beim Dreh geht, von Schauspiel, mit der Kamera zu arbeiten, aber dann eben auch in der Nachbearbeitung wurden sie gefördert, den Schnitt zu machen und aber auch darüber hinaus sich zu denken, wie so ein Projekt aussehen muss und was man dafür alles tun muss. Bei der Entwicklung der Plattform Schoolsen haben wir gelernt, dass es unheimlich viel Spaß macht, Probleme zu lösen und Ideen umzusetzen. So waren wir hatten wir am Anfang eine Vision dieser Plattform und auch einige Probleme, die wir zu lösen versuchten. Und es macht einfach unglaublich Spaß, wenn man diese dann löst und auch sich neuen Herausforderungen stellt und immer was Neues findet, was man ausbessern kann oder neu entwickeln kann. Und das gefällt uns allen einfach sehr. Aktive Medienarbeit finde ich wichtig, weil es darum gehen soll, dass Kinder nicht nur konsumieren, sondern aktiv auch lernen, wie Filme entstehen und wie man sich selber
einbringen kann. Man muss Informationen sammeln, gucken, welche Informationen stimmen vielleicht, welche stimmen auch nicht, die kritisch beäugen. Dann ist es natürlich eine Leitperspektive in unserem Bildungsplan. Medienkompetenz wird in allen Fächern vorangetrieben. Und ich denke, da kann man auch integrativ mit allen Fächern Medienkompetenz erlernen. Ja, Medienarbeit in der Schule ist wichtig, weil natürlich Medien heute das Leben von Jugendlichen, von Erwachsenen ganz besonders prägen in einem mittlerweile sehr, sehr großen Umfang. Und egal in was für einem Medium man arbeitet, wenn man einmal selber Dinge produziert, reflektiert und am Ball bleibt, dann hat man exemplarisch einfach sehr viel gelernt und kann dann vielleicht auch besser mit solchen Erscheinungen wie Fake News oder Manipulationsversuchen umgehen und weiß vielleicht auch gut gemachte Medienprodukte richtig zu schätzen. Medien sind was ganz Alltägliches in der Lebenswelt der Schüler und von daher ist es ganz wichtig, dass man aktive Medienarbeit betreibt. Zum einen, weil es die Schüler total anspricht und motiviert, genau mit diesen Dingen zu arbeiten, mit denen sie täglich zu tun haben, und zum anderen ist es natürlich auch im Sinne von der Berufswahl ganz wichtig, da einen Einblick zu bekommen. Medienarbeit in der Schule halte ich für sehr wichtig, weil es natürlich zur Medienkompetenz gehört, dass man auch so Medien durchdringt. Und wenn die Kinder jetzt wissen, wie ein Film funktioniert, was es da auch für Tricks gibt, teilweise sind sie vielleicht dann auch bei den, wenn sie selber Medien konsumieren, ein bisschen schon kritischer oder wissen, wie das entstanden ist und können das besser einschätzen oder damit umgehen. Und in Zukunft wird es einen immer größeren Stellenwert einnehmen, auch Programmieren zum Beispiel. Und da ist es einfach wichtig, dass die Kinder von klein auf lernen, damit umzugehen. Wobei ich auch immer sage, jetzt nur noch digital ist schwierig. Man sollte schon eine Mischung machen und auch einfach mal ganz analog ein Buch lesen. Und da bleibt auch immer noch viel Handarbeit für die Grundschule übrig. Also alles digitalisieren würde ich jetzt auch nicht befürworten. Ich finde aktive Medienarbeit an der Schule enorm wichtig, weil für die Schüler gehört die Medien ganz alltäglich zu ihrem Leben und alle nutzen es. Aber wie kann man sie gut gestalten und sinnvoll einsetzen? Dafür braucht es aktive Medienarbeit, um den Schülern zu ermöglichen, da wirklich ihre Welt zu verändern und die Chancen, die dadurch gegeben werden, positiv zu nutzen. Ich finde aktive Medienarbeit in der Schule wichtig, weil vor allem die junge Generation immer schneller, immer früher mit Medien aller möglichen Arten in Kontakt kommt, sei es nun, dass viele Fünftklässler schon ein Handy haben oder dass die Nutzung von sozialen Netzwerken bei unter 16-Jährigen heutzutage vollkommen normal ist. Deswegen finde ich, dass man schon früh lernen sollte, dass der verantwortungsvolle Umgang mit Medien ein wichtiger Aspekt der Nutzung dieser ist.